Ja, wie hilft mir die Eutonie in meinem Alltag als Lehrerin? Ich bin sehr glücklich, die Eutonie kennengelernt zu haben, weil als Lehrerin stehe ich ja quasi immer auf der Bühne. Sei es, dass ich als Lehrerin Fortbildung gebe oder dass ich einfach in einer Klasse tätig bin, in einer Lehrerkonferenz sitze, ist es ganz wichtig, dass ich präsent bin. Und die Eutonie hat mich sehr dabei unterstützt, meine eigene Präsenz besser zu spüren. Ganz konkret, wie sind die Füße auf dem Boden? Wie ist so die Basis? Wie kann ich mein Gewicht an den Boden abgeben? Wie spüre ich einfach im Gegenzug einfach über den Widerstand? Wie spüre ich wieder meinen Körper? Wie bewege ich mich im Raum oder bleibe ich stehen? Mich wirklich meiner selbst bewusst zu sein und dann eben zu meinem Unterrichtsthema oder zu meinem Thema für die Lehrerkollegen zu referieren. Und ein zweiter Bereich, wo mir Eutonie einfach wirklich gut tut, ist, ich arbeite an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Und wir haben bei uns an der Schule auch Schülerinnen mit sogenannter umfassender Behinderung. Das sind Kinder und Jugendliche, die sehr schwer beeinträchtigt sind, die oft nicht über hinreichend Lautsprache verfügen, die sich auch nur sehr begrenzt oder auch kaum noch bewegen können. Und mit diesen Schülerinnen und Schülern sieht Unterricht einfach anders aus, wo ich als Lehrerin mich ganz arg einfach einspüren muss und auch einspüren möchte in mein Gegenüber. Ich bin ja auch diejenige, die einfach sehr, sehr viele Bedeutungen, die der Schüler mir nonverbal mitteilt, einfach co-konstruiere. Das heißt, ich gebe dem Bedeutung, zum Beispiel bei Lagewechseln, wenn ich einem Schüler oder einer Schülerin, die nicht alleine vom Rollstuhl auf den Boden kommen kann. Bei diesen Schülerinnen und Schülern helfen mir die Prinzipien Berührung und Kontakt, aber auch Transport, damit wir in ein gemeinsames Tun kommen und der Lagewechsel für den Schüler unter Ausnutzung seiner größtmöglichkeiten Fähigkeiten, die er noch besitzt, geschieht, aber auch ich schonend mit mir selber umgehe.